Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute machen wir mal ein Fullface mit Drogerieneuheiten, denn ich habe einiges geshoppt in letzter Zeit, ziemlich viele Neuheiten. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Jetzt gerade, wo ich drehe, stehen wir ganz, ganz kurz vor den 34.000 Abonnenten. Also vielen, vielen Dank an alle, die den Abo-Button gedrückt haben und mich damit supporten. Das ist so unglaublich cool und ich bin einfach so, so happy, euch alle hier in meiner kleinen Beauty-Gemeinde begrüßen zu dürfen. Und ja, finde ich einfach großartig, da einfach mal ein dickes, fettes Dankeschön. Ich weiß, dass solche Videos immer sehr viel geguckt werden, deswegen wollte ich das auf jeden Fall hier mal mit reinbringen. Und ja, wir starten einfach mal mit einem neuen Produkt von L'Oreal. Das ist die Glotion. Finde ich sehr spannend. Ich meine, dass das tatsächlich so ähnlich, aber schon mal irgendwie, ne, dass es das schon mal gab. Das ist die Farbe 901 Fair Glow, weil hell und so, ne, bin ich ja. Die trage ich mir jetzt so auf wie ein Primer. Ich glaube, du kannst es auch irgendwie in die Foundation mit reinmischen oder, keine Ahnung, als Highlighter verwenden oder so. Mit diesem Finger einfach mal verteilen. Mal gucken, wie sich das so mit meiner Hautpflege verträgt. Ich habe nämlich, ja, vor 2 Stunden ungefähr meine Skincare-Routine gemacht und da auch entsprechend Kabitjes gegeben und Lichtschutzfaktor aufgetragen. Also genau, Ocean-Cloudy müsste aktuell gültig sein. Das heißt, da könnt ihr bei Dalton der besparen, denn ich müsste jetzt gerade auf einem Event sein oder ich bin schon wieder zu Hause. Ich weiß es noch nicht, wann dieses Video online kommt. Da könnt ihr auf jeden Fall ein Viertel vom Preis sparen, vor allem auch auf die Sets und so. Das ist der Hammer. Die haben da neue Sets auch gebildet und neue Taschen rausgebracht und so. Und das verträgt sich gerade so gut. Das ist ja mal klasse. Wow, guckt euch diesen Glow an. Huh, holla die Waldfee. Das geht schon mal ab. Das macht mich sehr glücklich. Dann kann ich direkt auch mal die Infallible 32 Stunden Fresh Wear Foundation drüber geben. Habe ich in der Farbe 15 Neutral. Die habe ich schon mal angewendet. Die finde ich sehr schön. Das ist, glaube ich, einfach auch neu formuliert. Ne? Da gebe ich mir einfach so 2 Pumper auf. Und ich verwende auch Pinsel von, das ist Catrice, glaube ich. Ne? Nee, von Essence habe ich hier. Auch diesen großartigen Foundation Buffer. Gab es jetzt ja im Sortiments-Update. Sehr empfehlenswert tatsächlich, die Pinsel. Also die müsst ihr euch definitiv mal angucken. Die sind blöd verpackt, bin ich ehrlich, ne? Weil die alle einzeln verpackt sind. Aber die Qualität der Pinsel ist Hammer. Das ist auch tatsächlich meine Farbe, ne? Das ist schon Wahnsinn. Von da kommt jetzt die Sonne. Das heißt, ihr seht es auch ein Stückchen jetzt im Tageslicht. Und es wäre sehr wünschenswert, wenn die Produkte jetzt gut funktionieren, weil ich habe heute Drehtag, da geht gleich einiges noch. Ja, da muss ich auch noch ein bisschen verblenden. Auf der Nase sitzt das Ganze jetzt noch nicht optimal. Da versuche ich jetzt mal mit einem angefeuchteten Schwämmchen nachzuhelfen. Oh ja, und dann wird es richtig schön vom Finish. Also diese Glotion in Kombination mit der Foundation ist echt ein Träumchen, wenn man halt auf Glow und Fresh Gedönsen so steht. Ne? Das tue ich ja definitiv, das ist voll mein Vibe. Oh, mag ich. Neuen Concealer habe ich nicht, den nehme ich jetzt hier vom L'Oreal, den habe ich hier noch rumliegen. Habe ich letztens in einem Hashtag ungeschönt Video zusammen mit Sarah Isabel verwendet und seitdem liegt er hier. Das ist einfach schon 2 Monate her, Claudi. Und das wäre jetzt auch verrückt, wenn die 3 Produkte sich jetzt nicht miteinander vertragen würden, weil das war jetzt alles von einer Marke. Ne? Auch hier mein MAC Paint Pot habe ich auf meinem Tisch, da habe ich jetzt auch keine neue Lidschattenbasis, den trage ich mir jetzt in der Farbe Painterly auf. Und wie immer, ne, sind alle Produkte natürlich in der Infobox verlinkt, aber halt bis auf die Produkte aus meinem Project Pen bekommt ihr eh alles in der Drogerie. Hier gibt es aus einer Limited Edition, die stand bei uns tatsächlich auch noch, von Catrice, diesen Seeking Flowers Blush. Den habe ich mir in diesem wunderschönen Orangeton mal mitgenommen. Und hier empfiehlt es sich, sowas erstmal am Handrücken anzuwärmen, so aufzutragen. Und dann einfach mal so zu gucken, wie die Farbe so ist. Das ist schon intensiv hier. Und dann nehme ich mir meinen Foundation Buffer und trage mir das auf. Oh ja, das ist schon sehr schön. Wow, mag ich gerne leiden. Sehr schön frisch. Oha, Frühling, hallo. Und diese orangenen Blushes sind ja total angesagt, ne? Das ist einfach sehr, sehr schön. Und wenn man auch wirklich nur so einen frischen Look haben möchte, ein leichtes Puder drüber, dann sieht man den Blush auch definitiv noch durch. Auf die andere Seite gebe ich mir aber einen anderen Blush. Und zwar hat Maybelline, die bringen immer so Richtung Sommer, finde ich, auch neue Produkte raus, ne? Diesen, ja, Sunkissed Blush im Angebot gehabt. Die Farbe ist Gülden. Also es ist nicht unbedingt ein Blush, sondern eher ein Blushleiter, würde ich mal so sagen. 03 Soul Surge ist hier die Farbbezeichnung. Der kommt so ein bisschen einfach wie dieser Liftergloss um die Ecke, ne?
habe ich mir hier jetzt aufgetragen. Also ja, das ist auch wieder so ein Orange mit einem Goldstich. Also da müssen wir einfach mal gucken, ob das auch farbtechnisch zu mir passt. Auch hier wieder mit dem Foundation-Pinsel rein. Der ist natürlich deutlich flüssiger. Okay, wenn ich das jetzt so einarbeite, sieht man da nicht allzu viel von. Dann mal aufs Gesicht. Der ist sehr subtil von der Blushfarbe an und für sich. Aber was er macht, ist Glow. Also, das macht er, ne? Na schade. Also da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass Maybelline da auch wirklich einen Liquid Blush rausbringt, der ein bisschen blushiger gewesen wäre. Manhattan hat ein High Shine Lip Oil auf den Markt gebracht. Das ist dieses hier. Ich habe das in der Farbe 001 Pink Flush mir gekauft. Und das trage ich mir jetzt einfach mal so als Lippenpflege zwischendurch auf. Ui, hat ein Oschi-Bürstchen, Füßchen, das mag ich ja. Und da haben wir in dem Füßchen selber so eine kleine Kuhle drin. Das heißt, da sammelt sich das Produkt, fühlt sich für ein Lippenöl auch relativ schwer an. Also es ist jetzt nicht so, dass du nur einen Hauch von hast und nur die Lippenpflege spürst. Es ist definitiv ein öliges Öl, aber kein fädenziehendes Öl. Also das kann man auch gut als Lipgloss-Ersatz zum Beispiel verwenden, würde ich mal so sagen. Ich gebe mir jetzt drüber von Balea dieses Wasserspray Aqua. Kann ich im Sommer wirklich den trockenen Häutchen sehr empfehlen, weil man einfach so zwischendrin einen kleinen Frische-Kick bekommt. Ich persönlich mag es sehr gerne, auch wenn ich eigentlich jetzt mit den Produkten, die ich drauf habe, nicht das ultimative Bedürfnis hätte, das zu machen. Aber naja, hier steht auch zur Make-up-Fixierung drauf, ne? Ich glaube, das muss man gar nicht schütteln, genau. Pff, genau. Spuckt mich hier so ein bisschen an. Genau, und das finde ich sehr angenehm. Also gerade im Sommer ist das wirklich ein Ding, was ich immer irgendwie so in meiner greifbaren Nähe stehen habe. Wobei das dann auch eher etwas ist, was ich dann so als Zwischenschritt verwende, bevor ich die pudrigen Texturen auftrage. Puder und Bronzer habe ich jetzt so nicht neu in der Drogerie. Da verwende ich jetzt hier die Produkte aus meinem Project Pen ganz einfach. Übrigens stehen bei uns auch noch die Produkte aus der Catrice Essence Sister Love Geschichte, also auch diese Pinsel. Ja, also, ne, da schlag gerne zu. Die sind fantastisch, wirklich, wirklich gut. Ich mag auch sehr gerne den Joker Foundation Pinsel, also absolute Empfehlung von meiner Seite. Ich hoffe, dass der Glow gleich noch weiter wieder rauskommt, ne, denn dieses Puder ist halt wirklich so ein, ja, fixierend mattes, poreless, schlag mich tot Puder. Ja, jetzt bringe ich noch ein bisschen Leben mit dem Bronzer rein. Yo, da hatte mir jemand geschrieben, ich sollte da mal mit dem Spoolie drin rumrühren, um die obere Schicht halt loszukriegen. Leute, seitdem geht der ab wie ein Zäpfchen. Das ist schockierend fast schon. Da habe ich wohl die obere Schicht ein bisschen hart gekriegt, ne? Was ich neu habe, ist hier von Rival de Loop, die Limited Edition Radiant Flower. Ein Flowing Blush. Ja, das ist ein Blush mit einem Farbverlauf. Da bin ich jetzt auch mal sehr neugierig, ob ich da tatsächlich einen Blushleiter habe oder ob es sich hier um einen matten Blush handelt. Nee, das ist tatsächlich matt. Spektakulär. Okay, da muss ich mir gleich auch noch einen Highlighter raussuchen. Das Pressing da drin ist wunderschön. Dann schauen wir mal, wenn ich jetzt so... Oh, sehr zart hier drin gepresst. Da kriegst du sehr schnell sehr viel auf deinen Pinsel. Ich bin erstmal vorsichtig. Jetzt mal so in der Handinnenfläche gucken. Nee, das geht. Das heißt, da kann ich jetzt auch ein bisschen mehr was drin aufnehmen. Aber ein bisschen abklopfen, ne? Also man sieht hier noch ein bisschen den Catrice Blush durchscheinen, aber halt auch nicht so super intensiv. Ich trage jetzt den hier einfach nochmal on top drauf. Und ja, okay, das ist ja mal holla die Waldfee. Mhm, der ist intensiv. Nee, das geht so nicht, Claudi. Da musst du dir einen, da muss ich einen großen und fluffeln und ups. Der ist schon derbe, Leute. Ne? Also da leuchte ich gerade so ein bisschen und hier habe ich irgendwie. Ja, ich muss das immer so ein bisschen auch in meinen Haaransatz reinmachen, sonst sieht das echt merkwürdig aus. Der wird ein bisschen glowy, oder? Ist das die Base, die durchscheint? Keine Ahnung. Mag ich die Farbe? Weiß ich noch nicht. Ich finde sie schon sehr, sehr knallig. Ne? Also da geht die Party ab. Ich nehme jetzt auch nochmal nur das, was hier noch im Pinsel drin ist, für die andere Seite. Wobei ich auf dieser Seite ja eigentlich noch mehr Blush vertragen könnte als auf der, aber da ist noch genug drin. Uiuiui. Yo, ne? Das ist schon ein ordentlicher Blush.
wer es intensiv mag. Man kann das Ganze halt auch ein bisschen abschwächen, wenn du dich halt eher oben aufhältst, ne? Aber ich rühre halt komplett drin rum. Ich finde dieses Pressing wunderschön mit diesen Blümchen da drin, aber das ist schon intensiv. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Das kann ich nicht anders sagen. Ich möchte aber trotzdem gerne mir einen Puder-Highlighter auftragen. Da habe ich jetzt einfach nur gerade in meiner Schublade, den nehme ich jetzt auch von Rieva Lausmi, den Galaxy bei Maxine. Den trage ich einfach immer so auf, wenn ich gerade keinen anderen so habe, weil ich den wunderschön finde. Ist auch ein tolles Finishing-Powder, komplett übers Gesicht. War leider eine Limited Edition. Aber komplett übers Gesicht brauche ich den nicht, weil ich habe eigentlich ja durch Foundation und einen Primer genug Glow, der jetzt auch hoffentlich gleich noch weiter durchkommen wird. So, etwas aufräumen hier auf dem Tisch. Die Wimper weg. Wen? Oder warst du eine Augenbraue? Man weiß es nicht. Apropos Augenbrauen, dafür verwende ich jetzt auch hier von Eveline Cosmetics meinen Augenbrauenstift, den ich aktuell in Anwendung habe. Heute habe ich wohl irgendwie Bock auf einen ausdrucksstarken Augenbrauen-Look, aber kann man mal machen. Ich habe hier jetzt ein neues Augenbrauengel und zwar von Manhattan, das Wonder Freeze Brow Lamination Gel. Da waren sie fleißig, ne? Haben sie ganz schön viele neue, interessante neue Produkte rausgebracht. Ich mag sowas ja eigentlich ganz gerne. Soll wahrscheinlich auch an das ein oder andere Bekannte angelehnt sein. Ey, wow! Das ist ein Riesen-Oschi von Spooly. Das ist ja mal, also ein Drittel hätte es getan tatsächlich, weil damit kann ich ja in einem Swipe mehr oder weniger meine kompletten Augenbrauen machen. Wow, okay. Also, wenn man das so rauszieht, habe ich nämlich eben gesehen, hast du hier auch wirklich so ein Gel mit drin? Also wirklich, ne, sieht man vielleicht an der Spitze. Es riecht auch wirklich sehr beerig. Interessant. Okay, dann gucken wir mal. Ah ja, ich gehe durch und habe jetzt nicht irgendwelche nassen Geschichten oder Klümpchen. Interessant. Also die haben sich jetzt direkt auch so legen lassen. Vorne korrigiere ich noch ein bisschen, dass ich meine 5 Haare hier so ein bisschen unter Kontrolle bekomme. Schauen wir mal, wie das wird, wenn es antrocknet, ne? Ich habe, ja, ich würde es jetzt mal Wirbel nennen in meiner Augenbraue so ein bisschen, ne? Also hier hinten habe ich so 3, 4 Haare, die auch wirklich so einen leichten Knick mit drin haben. Die haben sich jetzt hiermit relativ schnell zähmen lassen. Mal gucken, ob das auch so bleibt. Das wäre ja mal sehr krass. Okay, Augenbrauen sind am Start. Jetzt verwende ich eine neue Lidschattenpalette. Und zwar von Art Deco ist das die Eyelights Palette Egyptian Goddess. Ich vermute, dass ich die nicht solo verwenden kann, weil wir hier sowohl Schimmer als auch einen matten Ton drin haben. Also es ist tatsächlich nur ein einziger matter Ton und das ist eigentlich eher so der Setting-Ton. Und ich würde mir eher weniger die Schimmertöne in die Lidfalte geben wollen. Diese Palette kriegt ihr auch noch in dem ein oder anderen Online-Shop. Das ist die Catrice Who I Am Lidschattenpalette. Und die würde ich jetzt ganz gerne damit kombinieren. Da habe ich jetzt hier nämlich die untere Reihe mit diesen beiden matten Tönen und diesen beiden matten Tönen. Hier sind auch hauptsächlich Schimmertöne drin, aber ich glaube, ich kann damit jetzt besser um. Weil ich muss mir ja im Prinzip nur so eine kleine Basis schaffen. Also erstmal hier das Lid ganz entspannt setten mit diesem Eierschalenton aus der Who I Am Palette. Dann nehme ich diesen Taupe-Ton für meine Lidfalte und nach außen hin gebe ich mir diesen Orangeton. Ja, orange, braun, ocker. Nenn ihn, wie du willst. Aber Art Deco macht das ganz gerne, ne? Dass die halt auch irgendwie nur Schimmerpaletten oder nur matte Paletten rausbringen, finde ich persönlich schade, weil dann kann ich die halt in meinen Looks nicht so integrieren, wie ich normalerweise meine, ja, Looks schminke, ne? Genau, jetzt nehme ich mir NYX Glitter Glue, einfach um da schon mal die Basis für den Glitzer vorzubereiten. Ich glaube, das Kupfer setze ich mir nach außen, dieses Grün so in die Mitte oder halt, ne, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und in den Innenwinkel dann was sehr Schimmerndes, was sehr Helles, also quasi den Ton. Also starte ich hier mit dem Kupferton. Den tupfe ich mir hier außen hin, wo ich ja auch schon so ein bisschen dieses matte Orange aufgetragen habe. Ungefähr bis zur Pupille, aber nicht bis nach ganz außen. Also so ungefähr, ne? Und dann nehme ich mir das Grün, was sich hier unten ja befindet, was für mich auch so ein bisschen die Pop of Color ist, dieser Palette. Das heißt ein bisschen, das ist die einzige bunte Geschichte. Und der ist auch Duochrome. Das ist ja cool. Der hat auch so einen Goldschiff mit drin, weswegen das zu dem Kupfer jetzt auch sehr gut passt. Den Übergang ein bisschen verwubbeln. Da wechsle ich dann immer wieder zwischen den beiden Farben, die ich aufgetragen habe, auf, damit das Ganze auch irgendwie so ein bisschen sich vermischt.
Ich glaube, die beiden Farben hätte man besser jeweils solo verwenden können. Egal. Innenwinkel. Da nehme ich jetzt aber diesen super hellen Champagnerton, der hier ist. Oh, richtig, richtig cremig, Leute. Gehe ich jetzt auch mit dem Pinsel erstmal rein. Wow, also das bewegt sich richtig im Pfännchen, wenn ich da reingehe. Na gut, das kommt in den Innenwinkel und das sieht wunderschön aus. Jau, oh, wow, das ist ein Cremeton, Leute. Das ist wirklich ein Creme-Creme-Ton. Der ist Cream to Powder. Und den setze ich mir dann mit dem Finger hier so mal drüber. Da bin ich mal gespannt, wie das dann auch mit meinem Auge so hinhaut. Ob der hält. So, oh, ist der schon schön. Wir haben die hier einfach Creme-Lidschatten mit reingepackt. Und ich mag ja auch gerne, wenn man dann so Grün und Gold miteinander dann auch auf dem Auge drauf hat, ne? Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht irgendwie mega bunt das Ganze gestaltet habe. Ich hätte ja sonst aus der HUAM-Palette auch ein bisschen so mattes Grün nehmen können. Aber nee, so ein Hauch von ist manchmal gar nicht verkehrt, dass wenn man dann so genauer hinschaut, sieht, hat die wirklich grünen Lidschatten drauf? Cool. Dann nehme ich mal kurz hier den Powder Puff, weil mich juckt es gerade hier, weil da ein Haar abgeht, genau. Augenbrauen sind jetzt nicht festgetackert. Nee, das kann ich nicht behaupten. Fest ist das nicht geworden. Okay, dann habe ich hier einen Eyeliner, auch aus dieser Radiant Flowers Limited Edition, den Stamp Flower Eyeliner von Rival de Loop. Das ist einmal dieser hier. Und da kann ich mir jetzt Blümchen mit aufstempeln, wenn ich möchte. Aber ich glaube auch, dass es ein normaler Eyeliner ist. Oh, der ist lila. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Also da kann man sich halt so... Kann man das? Wenn man doll drückt. Oh, muss es sehr doll drücken. Kann man sich so lila Blümchen doll aufstempeln. Oh, so doll am Auge drücken. Muss ich gleich mal gucken. Ist der Eyeliner dann auch lila? Oh, da habe ich nicht mit gerechnet. Den muss ich dann auf jeden Fall kombinieren mit einem schwarzen Eyeliner, weil ein Wing hätte ich ja schon ganz gerne. Also ich mache das wie folgt. Ich nehme jetzt erstmal den den lila Eyeliner. Den ziehe ich mir erstmal so von dem Innenwinkel beginnend, weil Grün und Lila in Kombi ist natürlich auch immer eine fancy Kiste, mag ich auch sehr gerne. Der malt auch jetzt nicht super intensiv, da siehst du nicht viel von. Also musst du dann wahrscheinlich eher solo verwenden und nicht über einem grünen Lidschatten. Und dann nehme ich mir als zweiten Schritt meinen schwarzen von Revolution, den Liner Pau, den mag ich sehr gerne. Den setze ich sehr präzise an meinen Wimpernkranz, um den halt auch optisch zu verdichten. Und damit ziehe ich mir auch so einen kleinen Wing. Nur so einen kleinen, ne? Und im Prinzip ist dann das Lila ja oben drauf, jedenfalls auf dem Auge selber. Sieht man vielleicht auch ein bisschen. Und ich bin ganz, ganz nah am Wimpernkranz geblieben und habe da jetzt keinen dicken Eyeliner oder so gezogen. Sieht ganz süß aus. Traue ich mich. Ja, komm. Dann setze ich mir jetzt nämlich ein paar Blumenstempel noch rein. Nouveau. Schön sieht sowas natürlich, wenn du das aufs Blush auch so drauf machst. Ne? Sieht das richtig nice aus eigentlich. Vielleicht traue ich mich. Das könnte aus der Entfernung halt echt merkwürdig aussehen. Wenn ich hier einen hinsetze, muss ich mal gucken, wie das aussieht. Siehst du nicht so viel von, ne? Also man muss schon sehr, sehr doll drücken, dass da überhaupt was kommt. Und dann... Da kommt nicht viel. Ihr seht es auch ganz dezent, ne? Und aus der Entfernung sieht es dann eher aus wie Ausschlag. Wenn man halt so einen richtigen Bloomy-Girl-Look machen möchte und sich halt nicht wirklich... Ne, dann machst du halt gar keinen Blush drauf und dann nur halt zum Beispiel so diese Blumen dahin, wo du Blush machen würdest. Oder halt auch hier so am Auge, aber dann halt auch keinen großen Augenlook. Das kann ich mir vorstellen. Aber in den Augenlook integriert, schwierig. Weswegen ich jetzt das Ganze auch noch wieder korrigiere und quasi die Blümchen wegmache. Das funktioniert gar nicht so leicht, wie ich dachte. Dann bleiben sie halt da. Nun, ja, das wäre jetzt auf jeden Fall der Eyeliner. Muss man nicht unbedingt haben. Ist eher eine Spielerei, würde ich sagen. Aber es ist ganz süß, dass sowas in der LE auch mal mit drin ist. Dann habe ich hier so ein, ja, Haarspray, ne? Das ist ein Setting Spray. Dieses mega schnell trocknende, anziehende von L'Oreal. Das Infallible 3-Second Setting Mist. Oh, Leute, ihr dürft nicht atmen. Für eine Weile, wenn ihr das drauf macht. Also tief einatmen.
Es riecht wie Haarspray, es fühlt sich an, als hätte ich mir Haarspray ins Gesicht gegeben. Ich bin kein Fan, wirklich nicht. Also gerade so um die Augen herum, boah, das spannt richtig. Naja, ich habe meine liebste Wimpernzange mir jetzt nochmal gekauft. Ich finde die großartig, weil meine einfach mittlerweile schon recht lange in Einsatz ist. Dann darf sowas auch mal ersetzt werden, ne? Weil ich hatte auch gar keine Gummis mehr, die habe ich alle aufgebraucht. Und hier habe ich jetzt Ersatzgummis, die sehr gut festkleben. So nehme ich. Also, die ist großartig, kriegt ihr in der Drogerie, kostet nicht viel von Catrice. Die hat diese Zacken hier drin, ne? Kann ich echt empfehlen. Und damit biege ich mir jetzt einfach mal meine Wimpern, damit gleich die Mascaras, die ich euch zeigen werde, auch richtig knallen können. Und ich merke gerade, wie neu die ist, weil die sich, also die ist viel leichter auch irgendwie im Handling, ne? Meine andere war schon sehr abgenudelt. Vor allem war meine alte auch nicht matt, oder? Weiß ich nicht. Also das ist meine alte, das ist jetzt die neue. Weiß ich nicht. Also die konnte ich jetzt zum Beispiel hier auch irgendwann richtig doll drücken, was ja nicht gut ist. Die hier lässt sich ungefähr nicht mehr doll drücken, ne? Nun, so, darf ich nicht durcheinander bringen, finde ich klasse auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu der Mascara. Da habe ich euch auch schon mal ein Real Short Bla hochgeladen von der Maybelline Firework. Die ist wirklich klasse. Lässt sich abschminken, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, ne? Wir haben hier ein Gummibürstchen, was sehr, sehr flexibel ist. Und die habe ich jetzt auch schon mal ein paar Mal in Anwendung gehabt. Ich finde die sehr schön, die trennt schön die Wimpern und macht auch eine gute Länge, einen schönen Schwung rein. Und auf der anderen Seite werde ich verwenden von L'Oreal die Telescopic False Lash. Das scheint auch irgendwie eine neue zu sein. Oder hat die nur ein anderes Verpackungsdesign? Das weiß ich noch nicht. Das werden wir uns jetzt mal genauer angucken. Ein bisschen anders schaut die schon aus, weil dieses Gummibürstchen, was hier dran ist, hat auch so eine leichte Ellipsenform quasi, ne? Hat aber auch dann dieses spitze Ende oben. Ist auch flexibel. Das haben sie auch alle aktuell, ne? Mit ihrem flexiblen Bürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Beide Mascaras haben ihre Vorzüge. Ich persönlich bin weiterhin Fan von der Firework Mascara, auch wenn ich finde, dass sie sich furchtbar abschminken lässt. Aber mit etwas Geduld und Spucke geht's immer, ne? Also hier haben wir einmal das Ergebnis. Hier ist die Firework, hier ist die neue Telescopic. Ja, schön auf jeden Fall. Ich finde, die Telescopic ist ein bisschen trockener und matter als die Firework Mascara. Ich finde, die definieren beide ganz gut die Wimpern, wobei die Telescopic ein bisschen mehr Fülle schafft irgendwie. Also da wirken meine Wimpern irgendwie mehr, aber nur wenn man ganz genau hinguckt, ne? Und ein Tick mehr Länge macht die Firework Mascara, genau. So seht ihr die beiden Augengeschichten jetzt auch aus der Nähe nochmal. Ich fall hier gleich vom Tisch. Ja, genau, also so schaut es aus. Kann man machen, ne? Also wie gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, definitiv die Firework. Und die Augenbrauen sind immer noch nicht wirklich fest. Also es ist nicht betoniert, aber es ist schon so, dass sie Halt haben. Und ich finde schon, dass es auch ein bisschen meine Augenbrauenfarbe, vor allem hier oben, ne, so ein bisschen abgetragen hat. Nun, ist mir so. Mein Gesicht fühlt sich nicht mehr so wild an. Also das Setting Spray oder das Fixing Spray Infallible von L'Oreal ist jetzt eigentlich auch ganz gut eingezogen, sodass ich nicht mehr dieses Spannungsgefühl habe oder als hätte ich mein Gesicht gerade liften lassen. Und das Lippenöl ist immer noch vorhanden. Also da hast du auch lange was von. Das ist nicht nur mal eben so und dann trocknet dir das weg, ne? Das heißt, ich muss es jetzt, bevor ich die Lippengeschichte drauf mache, abnehmen. Die Lippengeschichte, auch bekannt als Lippenstift, der gleich folgt. So, ich habe die Haare mir letztens beim Friseur machen lassen, Leute. Oh, ich habe einen Zwiebelschnitt bekommen. Ich sollte sie vielleicht auch mal kämmen. Aber sie sehen auf jeden Fall jetzt in den Längen und Spitzen etwas viel gesünder aus. Und ja, das ist halt echt, gefällt mir. Ne? Muss aber gleich vielleicht nochmal gekämmt werden. Mal gucken. Auch hier hat Manhattan ein neues Produkt rausgebracht. Und zwar habe ich hier einen Lippenstift gefunden. Lasting Perfection Satin Lipstick in der Farbe 880 Sunset Rose. Das ist einmal dieser hier. Sieht sehr schlicht, aber trotzdem sehr edel von der Verpackung her aus. Ne? Finde ich echt hübsch. Und dann gucken wir mal. Der hat auch so einen Schimmer mit drin. Ne? Also das ist nicht ein matter oder ein unifarbener, würde ich mal so sagen. Das mag auch nicht jeder mit diesem Glanz. Ich finde das mal ganz schön. Und das
passt definitiv auch zu diesem Blush-Moment, nennen wir es mal so, den ich habe. Der schmeckt auch nach Rose. Okay, der ist sehr parfümiert. Und ich finde, dass mein Look richtig schön geworden ist. Es sieht einfach nicht nach Drogerie aus, und in Anführungsstrichen. Ne? Ganz ehrlich, das sieht sehr hochwertig aus, es sieht schön aus. Auch wenn der Blush sehr intensiv ist, finde ich, hat er sich eigentlich in dieses ganze Full-Face-Gedönsen sehr gut eingefügt. Und ich habe jetzt noch einen Duft, und zwar, um das ganze frühlingshaft, sommerhaft noch ein bisschen abzurunden, von Nivea, der Sun-Duft, habe ich mir gekauft. Mache ich mir so ein bisschen an manche Stellen. Oh, es riecht so, als hätte ich mich gerade frisch eingecremt. Das ist einfach großartig. Also auch eine mega Empfehlung, wenn man das halt mag, dass man nach so einer Creme riecht, ne? Genau, also fertiger Look. Wie gefällt er euch? Ich finde ihn wirklich toll. Es sieht einfach sehr frisch und fröhlich aus. Ich fühle das einfach auch mit diesem leicht grünen Moment auf dem Auge, der aber nicht direkt ins Auge fällt, ne? Ihr Lieben, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch schon was von den Produkten ausgetestet und könnt da auch euren Senf zu abgeben. Das auch super gerne in den Kommentaren. Können wir uns gerne austauschen und gegenseitig auch helfen. Und wie gesagt, ich habe eine trockene, sensible Haut. Bei mir ist manches vielleicht ein bisschen anders vom Finish her als bei euch. Ne? Genau, ihr Lieben, das war's hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.